Im Gefängniswagen wird er vorgefahren. Gerichtstermin für Marco heute in Antalya. Seine Anwälte hatten gehofft, er werde freikommen. Dann die Nachricht: Marco bleibt in Haft. Wir sind betroffen und entsetzt. Wie es in dem jungen Moment aussieht, das vermag ich mir gar nicht vorzustellen. Das ist grauenvoll. Seit fast 5 Monaten befindet sich Marco in Untersuchungshaft. Sein Fall? Begleitet von politischen Scharfschützen und medialem Trommelfeuer. Vielleicht sitzt der 17-Jährige auch deswegen länger als nötig. Das Drama beginnt Anfang April in Side. Eine Urlaubsbekanntschaft. Die junge Britin Charlotte und der deutsche Marco lernen sich in einem Clubhotel kennen. Schließlich landen sie im Bett. Was genau geschieht, darüber gehen die Versionen auseinander. Er hat wenige Stunden später mit Charlotte gesprochen, Levent Hekim, Gynäkologe. Das Mädchen sei mit seiner Mutter zu ihm gekommen. Von Vergewaltigung sei da keine Rede gewesen. Sie sagte, er sei ihr Freund und nichts sei gegen ihren Willen geschehen. Sie waren essen, danach in der Disco und sind dann auf ihr Zimmer gegangen. Sie hat nie davon gesprochen, dass etwas gegen ihren Willen geschah, sondern betont, sie seien Freunde. Hekim untersucht das Mädchen. Es habe sexuellen Kontakt gegeben, stellt er fest, aber keinen Geschlechtsverkehr. Für die Anklage ist das entscheidend. Und noch ein anderer Umstand ist wichtig: das Alter des Mädchens. Mein erster Eindruck war, dass sie 16 oder 17 ist. Erst als ich den Patientenbogen sah, bemerkte ich, dass sie 13 war. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe extra nochmal nachgefragt, ist sie wirklich erst 13? Und die Mutter sagte ja. Marco kommt ins Gefängnis. Die Vorwürfe wiegen schwer. Versuchter schwerer sexueller Missbrauch. Die deutsche Öffentlichkeit erfährt davon wochenlang nichts. Nur die Eltern sind geschockt, werden immer nervöser. Ganz am Anfang haben wir gedacht, das kann ja nur ein paar Tage dauern und dann haben wir Marco wieder. Da haben wir uns überhaupt nicht vorstellen können, dass das Tage, Wochen oder jetzt sogar Monate dauern wird. Das war für uns unvorstellbar. Bis Mitte Juli ist Marcos Schicksal nur eine Lokalschlagzeile. Doch dann trifft der Chefredakteur der Uelzner Allgemeinen eine folgenschwere Entscheidung. Er schickt einen Artikel an eine überregionale Zeitung. 46 schmucklose Zeilen über Marco. Der Beginn einer Medienschlacht. Dann bin ich samstags zum Kiosk gegangen und dann guckte mich Marco an. Dann habe ich 2 Zeitungen gekauft, die ich sonst samstags nicht kaufe. Dann habe ich die angeguckt. Und dann wurde mir natürlich schon klar, was dann letztendlich sich dadurch losgetreten wurde. Die Boulevardmeute jagt Marcos Familie. Sie haben uns buchstäblich überrannt, erzählt die Mutter. Es ging ja so weit, dass mein großer Sohn auf seinem Ausbildungsplatz überfallen wurde von einem Journalisten. Bei uns stand die kleine ruhige Straße voll mit Kamerateams. Und das hat uns erstmal so erschreckt, dass wir uns erstmal ganz von der Presse zurückgezogen haben. Er dagegen wagt sich ganz weit vor, Außenminister Steinmeier. Er ruft seinen Amtskollegen in der Türkei an, setzt sich für Marco ein und spricht darüber in aller Öffentlichkeit. In der Türkei hat das fatale Folgen. Der deutsche Außenminister hat angerufen. Die deutsche Bundeskanzlerin hat sich geäußert. Das wurde hier so verstanden: die Deutschen üben Druck aus, damit Marco freigelassen wird. Und es kommt noch schlimmer. Deutsche Politiker, die die Türkei nicht in der EU haben wollen, nutzen den Fall für ihre Zwecke aus. Es ist die Stunde der Trittbrettfahrer. Ich kann der türkischen Regierung und der türkischen Botschaft in Deutschland nur zurufen, wenn ihr den jungen Mann nicht freilasst und ihn in solchen Gefängnissen haltet, wie er jetzt gerade eingesperrt ist, dann ist der Weg der Türkei nach Europa noch meilenweit. Marcos Anwalt erhebt schwere Vorwürfe. Aus politischem Kalkül hätten Politiker mit dem Schicksal von Marco gespielt. Hier waren die Blutgrätschen an den falschen Stellen zu stark und hier hat man versucht, sich auf dem Rücken dieses 17-jährigen Jungen, der hilflos in Haft war, politisch zu profilieren.
Auch in Talkshows trommeln Scharfmacher gegen die Türkei. Von Urlaubsboykott ist die Rede. Und die Frage wird gestellt, wie viel Türkei verträgt Europa? Weil mit Jugendgruppen würde ich nicht mehr in die Türkei fahren, weil ich ja nicht weiß, was sie dann machen. Ich dachte, dass das im Abendland so nicht mehr möglich ist. Das sind Sätze und das sind Kommentare, die dem Jungen und seinen Eltern in starkem Maße geschadet haben. Jetzt schlagen die Wellen auch in der Türkei hoch. Obwohl das türkische Strafrecht EU-Normen entspricht, mischt sich Deutschland in ein Gerichtsverfahren ein und die Haftbedingungen in Antalya werden kritisiert. Es muss ein Gegenschlag her. Das Boulevardblatt Hürriyet will Marco in der Haft interviewen. Die Genehmigung dafür kommt von ganz oben, vom türkischen Justizministerium. Ein paar Anrufe genügen, dann öffnen sich Gefängnistore. Es war eine sehr heikle Situation. Ich glaube, der Staat und unsere Politiker wünschten sich, dass jemand ins Gefängnis geht und der Öffentlichkeit zeigt, dass die Vorwürfe über die Haftbedingungen nicht stimmen. Die Interessen der Politik und die Interessen unserer Zeitung haben sich da getroffen. Der Junge wird überrumpelt. Er ist minderjährig. Seine Eltern hätten erst gefragt werden müssen. Das ist im deutschen und türkischen Recht so. Wie gesagt, wir haben weder Marco noch wir noch sein türkischer Anwalt, der unser Mandat hat, haben vorher davon gewusst und sind auch nicht gefragt worden. Im Sturmlauf ins Gefängnis. Die spektakulären Bilder werden teuer verkauft. Die Bild-Zeitung druckt sie ab. RTL strahlt das Interview exklusiv aus. Marco auf allen Kanälen. Profitiert haben alle. Die Medien hatten ihre Schlagzeilen, die Politik ihre Munition. Nur Marco hatte nichts davon. Er bleibt weiter in Haft. Und die Familie hat erfahren müssen, wie es ist, Spielball zu sein für höhere Mächte. Das, was pressemäßig lief oder auch Äußerungen von Politikern, die gefallen sind, die konnten wir nicht beeinflussen. Es war auch schwer immer zu gucken, was ist gut für Marco, was ist ungünstig. Für uns galt nur immer wieder aufstehen und für Marco weiterkämpfen.